Beim Verkauf einer vermieteten Immobilie gibt es viele interessante Chancen und viele interessante Probleme, die zu beachten sind. In einem besonders interessanten Urteil hat der Oberste Gerichtshof sich gleich mit mehreren Fragen beschäftigt. Mehr dazu in meinem neuen Video. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger. Ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. In einer sehr interessanten Entscheidung hat sich der Oberste Gerichtshof mit einer Immobilie beschäftigt, die vermietet verkauft wurde. Bevor ich auf die Details eingehe, ein kleiner Hinweis: Solltest du dieses Video sehen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben, dann bitte nimm dir jetzt kurz die Zeit. Abonnier den Kanal, klick auf die kleine Glocke und du wirst verständigt, wenn neue Videos kommen. So verpasst du keine Updates. Der Oberste Gerichtshof hatte also einen Fall zu entscheiden, in dem eine vermietete Immobilie verkauft wurde. Der Kauf einer vermieteten Immobilie kann natürlich als Käufer sehr interessant sein. Ich habe keinen Leerstand und habe sofort Mieteinnahmen, die vielleicht meinen Kredit decken können. Für den Verkäufer wiederum ist es auch fein, weil er kann direkt die vermietete Wohnung verkaufen, braucht sich nicht darum zu kümmern, dass der Mieter auszieht und so weiter und so fort. In diesem konkreten Fall hat der Verkäufer, also der Vermieter, mit dem Käufer vereinbart, dass der Käufer den Mietvertrag nicht übernimmt. Nach Abschluss des Kaufvertrages hat der Verkäufer die Mieter verklagt, weil sich der Mietgegenstand, also die Wohnung, in einem schlechten Zustand befunden hat. Er hat ihnen also vorgeworfen, dass sie ihren Erhaltungspflichten, die vertraglich geschuldet waren, nicht nachgekommen sind, und hätten sie sich ordentlich um den Mietgegenstand gekümmert, dann hätte er einen besseren Verkaufspreis erzielen können. Also wollte er Schadenersatz geltend machen. Grundsätzlich eine interessante Idee, wenn der Mieter den Mietgegenstand schlecht in Schuss hält, vernachlässigt und ihm ein Verschulden anzulasten ist, wäre grundsätzlich ein Schadenersatzanspruch, wenn ein Schaden nachgewiesen werden kann, denkbar. Das ist im vorliegenden Fall nicht gelungen. Der Vermieter konnte eben gar nicht darlegen, dass er einen niedrigeren Verkaufspreis hatte, weil der Zustand des Mietgegenstandes in den Vertragsverhandlungen offenbar, zumindest nach der Beweislage, keine Rolle gespielt hat. Folglich hat der Vermieter in erster Instanz den Prozess verloren und dann eine Berufung gemacht, also in die zweite Instanz geht der Rechtsstreit, wird schon viel interessanter. Dort hat er den Prozess auch verloren, aber nicht, weil der Schaden nicht nachgewiesen werden konnte oder weil die Wertminderung in den Vertragsverhandlungen keine Rolle gespielt hätte, sondern weil er nicht aktiv legitimiert war. Aktivlegitimation, was bedeutet das eigentlich? Er hat seinen Anspruch geltend gemacht als Vermieter und sich auf die vertragliche Vereinbarung gestützt, dass der Mietvertrag nicht auf den Käufer übergeht. Dabei hat er aber das Gesetz übersehen. Es handelte sich um einen Vertrag, der dem Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes unterliegt. Und dort ist ganz klar geregelt, dass Mietverträge immer auf den Erwerber übergehen. Wenn ich also eine Wohnung verkaufe, die dem Mietrechtsgesetz unterliegt, dann wird mit dem Verkauf der Käufer der neue Vermieter. Das heißt aber für mich als Verkäufer, ich bin nicht berechtigt, irgendwelche Ansprüche aus dem Mietverhältnis gegen die Mieter geltend zu machen, sobald die Wohnung verkauft ist. Aus diesem Grund hat der Vermieter diesen Prozess ebenfalls verloren und der Oberste Gerichtshof hat die Entscheidung bestätigt. Es ist also so, dass man einen Mietvertrag übernehmen muss, wenn man eine Wohnung kauft, die dem Mietrechtsgesetz unterliegt. Was anderes kann natürlich gelten, wenn sie völlig außerhalb des Mietrechtsgesetzes ist, bei einem Einfamilienhaus zum Beispiel. Da kann es sein, dass ich den Mietvertrag gar nicht übernehmen muss oder ich kann ihn sofort kündigen und beenden und die Immobilie dann wiederum selbst nutzen. Grundsätzlich kann ich in Verträgen vieles vereinbaren, was nur zwischen Käufer und Verkäufer wirkt, aber vielleicht nicht gegen den Mieter. Dabei sollte man natürlich berücksichtigen, ob es zwingende gesetzliche Vorschriften gibt, die unserem Vorhaben, Verkäufer und Käufer, entgegenstehen. Dabei ist eben bei der Vertragsgestaltung besonders zu achten. Daraus sieht man wieder ganz genau, dass gerade beim Kauf von gebrauchten Immobilien genau zu überprüfen ist, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen überhaupt gelten, ob sie gerade, das ist besonders wichtig, ob sie dem Mietrechtsgesetz
ganz teilweise oder überhaupt nicht unterliegen. Das ist von enormer Bedeutung für die weiteren Möglichkeiten, die ich auch vertraglich habe oder in der weiteren Verwendung dieser Immobilie. Man sieht daran, dass es auch im Immobilienrecht immer wieder spannende Fragen gibt, mit denen sich auch der Oberste Gerichtshof zu beschäftigen hat. Wenn auch ihr spannende Fragen zum Immobilienrecht habt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht oder kommentiert dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, was ich sehr hoffe, dann bitte gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Dan.